Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir zusammen einen Hackbraten mit Porree-Kartoffeln. Und so wird das Ganze aussehen. Viel Spaß beim Mitmachen. Als erstes brauchen wir unser Toastbrot. Und die Petersilie. Das kommt alles in den Mixtopf rein. Und wird 15 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Brumm, brumm, brumm. Das Ganze wird jetzt umgefüllt. So sieht es aus. Also statt Toastbrot kann man natürlich auch ein Brötchen nehmen. Ich habe leider keinen Star, deswegen habe ich es jetzt umorganisiert. So, aufspüren brauchen wir nicht. Kommt wieder zurück. Jetzt kommen die Zwiebeln und Knoblauch in den Mixtopf rein. Oh. Und das Ganze wird 3 Sekunden auf Stufe 1, auf Stufe 8 zerkleinert. 3 Sekunden, Stufe 8. Wie macht der Thermometer? 3. So, wir schieben erstmal wieder alles runter. Und machen dasselbe nochmal, 3 Sekunden auf Stufe 8. Okay, das müsste sein. Ja. Aber das kommt gleich. So, das sieht gut aus. Alles schön zerkleinert. Nun kommt die Petersilie Brot oder Brötchenmischung rein zu den Zwiebeln und Knoblauch. Okay. Unser Hackfleisch. Ja, heute gibt es was Leckeres. Ja. Ja. Unser Hackfleisch haben wir drin. Ein Ei. Wo ist unser Ei? Da. Haben wir versteckt. Unser Ei kommt rein. Dann brauchen wir Salz und Pfeffer. Also circa 1 Teelöffel Salz. Und Pfeffer. Also je nach Geschmack. Okay. Das haben wir. Und das Ganze wird jetzt 20 Sekunden auf Linksstufe, also 20 Sekunden Linkslauf auf Stufe 4 mit Hilfe des Spatels vermischt. Die Masse sieht gut aus. Okay, als nächstes machen wir aus der Hackfleischmischung eine längliche Wurst, die maximal 4 cm hoch sein sollte. Und das Ganze kommt in Frischhaltefolie eingewickelt, weil wir das im Varoma machen und nicht backen.
So, mein Problem ist jetzt, dass ich nicht weiß, ob meine Frischhaltefolie hitzebeständig ist. Und da sollte sie eigentlich die 120 Grad oder den Varoma aushalten. Deswegen habe ich jetzt einfach einen Bratschlauch genommen und den aufgeschnitten. Also normalerweise steht es natürlich auf der Verpackung drauf, ob das jetzt hitzebeständig ist oder nicht. Ich habe sie Leute nicht mehr. So, das kommt jetzt einfach Lups raus. Okay. Ich mache meine Hände mal nass, dass ich das besser formen kann. Aber wie gesagt, es sollte nicht höher als 4 cm sein. Ich ziehe es mal in die Länge. Okay. Dann wickeln wir das alles an. Und die Ecken werde ich mit den Klammern abdrehen. Wo habe ich die? Aber ich kann gerade nicht. Wir machen das gleich, wir brauchen das gleich wieder. So, fest verschlossen. Okay. Jetzt haben wir so eine Brust bekommen. Dann nehmen wir unser Varoma. Machen es mal rein. Okay, das haben wir. Unser Mixtopf müssen wir geschwind ausspülen. Der Mixtopf kommt wieder rein. Nun brauchen wir 800 Gramm Wasser. Meine Tochter sucht sich gerade ein Weihnachtsgeschenk aus. Ja, ein bisschen mehr, egal. Da kommt auch ein Gemüsebrühwürfel rein. Unser Deckel. Varoma. Das Ganze wird zugemacht und die Zeit. Erstmal 20 Minuten. Warum? Stufe 1. Die 20 Minuten sind jetzt rum. Als nächstes setzen wir den Varoma ab. Und hängen unser Gareinsatz mit Kartoffeln ein. Okay, da habe ich gerade, glaube ich, zu viele Kartoffeln drin. Wisst ihr was? Ich mache die Hälfte einfach zum Hackbraten dazu. Ist ja dasselbe.
diese salzig ein bisschen, also wirklich sehr dezent, weil die Soße später auch gesalzen wird. So, das kommt jetzt hier rein. Deckel wieder drauf. So, der Gareinsatz kommt wieder drauf. Man das sieht. Und das Ganze nochmal 15 Minuten Varoma Stufe 1. So, die 15 Minuten sind rum. Nun kommt der nächste Schritt. Das ist unser Porree. Den habe ich in ca. 1 cm breite Streifen geschnitten. Ich salze das jetzt auch ein bisschen. Und der Einlageboden kommt einfach ab. Ich verbrenne hier dazu. Und dann wird das Ganze nochmal für 15 Minuten warum Stufe 1 gemacht. So, die 15 Minuten sind wieder rum. Also die Komponenten müssten jetzt eigentlich alle fertig sein. Ich würde die Kartoffeln nochmal probieren, um zu gucken, ob die wirklich durch sind. Aber eigentlich bei einer halben Stunde ist es kein Problem. So, dann tun wir das alles runter. Vorsicht, ganz heiß. Okay, Deckel, dann kommt das Ganze drauf. Und das stellen wir gerade mal zur Seite. Machen wir uns an unsere Soße ran. Dafür brauchen wir 400 Gramm Garflüssigkeit. Die Kartoffel haben wir vergessen. Einsetzen. Also 400 Gramm Garflüssigkeit und falls nicht reicht, einfach mit Wasser auffüllen. Aber eigentlich reicht es von der Soße her, weil das ist eigentlich schon recht viel. Okay, das haben wir. Dann brauchen wir 200 Gramm Milch. Ein bisschen mehr ist es geworden. Okay. 30 Gramm Mehl. Salz und Pfeffer tue ich nachhinein rein, weil ich jetzt erstmal probieren möchte, ob das salzig genug ist. So, der Mix. Und unser Deckelchen. Hier ist es. Okay, und das Ganze wird kurz verrührt, also so 5 Sekunden auf Stufe 5. Das Ganze 5 Minuten 100 Grad auf Stufe 3 gegart. 5 Minuten 100 Grad Stufe 3. Unsere Soße ist fertig. Ich probiere das Ganze jetzt.
Also mir ist es salzig genug, also je nach eurem Geschmack, ob ihr noch Pfeffer, also ein bisschen Pfeffer kann man reinmachen, aber salzig ist es für mich. Dann machen wir noch ein bisschen Pfeffer rein. Und das war's. Dann richte ich gleich an und zeige euch, wie es aussieht. Und so sieht das Ganze aus. Viel Spaß beim Mitmachen und einen guten Hunger wünsche ich euch.